Es war einmal ein Paar, das bekam ein Kind, das war unten ein Junge und oben ein Igel. Und da nannten sie es Hans mein Igel. Hans mein Igel wuchs so heran und fühlte irgendwie den Unmut seiner Eltern und sagte deshalb: Ach Vater, kauf mir doch einen Dudelsack und beschlag mir den Gockelhahn und ich will hinfortreiten und nimmermehr kommen. Und der Vater war so: Ach ja, wunderschön, wenn die Kinder mal aus dem Haus kommen, und tat wie geheißen. Hans mein Igel ritt auf dem Gockelhahn mit dem Dudelsack hinaus in einen nahegelegenen Wald und spielte dort Musik für viele lange Jahre. Nun begab es sich aber zu der Zeit, dass ein König sich in diesen Wald verirrte und diese liebevolle Musik hörte. Da kam er heran zu dem Ast, an dem Hans mein Igel saß, und fragte: Entschuldigung, kannst du mir helfen? Ich habe mich verirrt. Ich bin verzweifelt. Und Hans mein Igel kam herunter vom Ast und meinte: Na klar, aber unter einer Bedingung. Du sollst mir das versprechen, was dir an deinem Hof als erstes begegnet. Gesagt, getan. Und Hans mein Igel führte ihn in sein Reich. Als sie an seinem Hof ankamen, fiel die Königstochter dem König in die Arme und sagte: Oh, schön, dass du wieder da bist. Ich hab dich so vermisst. Und der König sagte: Ja, ich hab mich verirrt, aber ich hab dich auch gleichzeitig irgendwie einem Igel versprochen. Und die Tochter war so: Was? Na gut, sie heiraten auf jeden Fall. Doch am Abend sagte die Königstochter dann: Nee, mit den Stacheln, Hans mein Igel, kommst du mir nicht ins Bett. Und Hans mein Igel striff seine Igelhaut ab, legte sie vor das Bett. Vier Männer packten diese Igelhaut und warfen sie ins Feuer, und er schlüpfte ins Bett. Und die Königstochter wurde ganz überglücklich, als sie einen wunderschönen jungen Mann in ihrem Bett liegen sah. Und der König war ebenso so erfreut am nächsten Tage, als er davon erfuhr, und übertrug den beiden das Reich. Und sie regierten bis an ihr Ende.